Da sind wir wieder zurück am Berg und versuchen jetzt den zweiten Run. Wir haben jetzt eine neue Interaktion oben rechts, die ich bisher so noch nicht gesehen hatte in unseren vorherigen Aufnahmen. Die hat mich auch an einem anderen Spielstand, den ich hier schon mal gestartet hatte, auch einmal überrascht, weil ich so dachte, unten links kann man gar nicht mehr weiterklicken. Was ist da los? Ist das ein Bug? Aber nein, hier habt ihr oben rechts, können sich jetzt Beziehungen positiv oder negativ auf euch auswirken. Deswegen sind übrigens die Zwischenbeziehungen zwischen den Jungs hier gut, dass ihr die pflegt, weil sonst kann hier ganz schlimme Sachen noch passieren oder richtig gute. Wir werden es jetzt sehen. Hoffnung hört sich gut an. Und was jetzt passiert ist, dass eure Fähigkeiten, die ihr equipped habt, zusätzliche Bonis noch verleihen. Unter anderem, wir sehen es jetzt hier, wenn unser Baristan das Bollwerk aktiviert, dann wird der Stress bei Dismas um 1 gesenkt. Das ist ziemlich geil. Und hier ist es dann, wenn wir Point Blank Shot benutzen, dann wird bei Baristan der Stress gesenkt. Nicht so schlecht. Hoffentlich noch mal sowas. Respekt. Das ist gut. Was haben wir hier? Wenn wir Zerschmettern anwenden, dann kriegt Paracelsus so einen Attack Buff, glaube ich, ne? Ich glaube, alt gedrückt halten, um verbesserte Fähigkeiten zu sehen. Ich glaube, dann kriegt er den Attack-Buff. Bin mir gar nicht sicher, was das, was dieses Schwert ist. Tokenglossar. Stärke. Mehr Schaden, 50%. Okay. Und hier, wenn wir das Blendgas benutzen, kriegt Baristan nochmal einen Damage-Buff. Stark. Und jetzt letzte. Das ist nicht so gut. Das ist das Negative dann, ne? Wenn ihr keine guten Beziehungen habt. Da müssen wir gerade mal gucken. Haben die keine guten Beziehungen gehabt hier? Müssen wir gleich nochmal schauen. Paracelsus und er. Wenn wir jetzt den Fechtschritt einsetzen, dann wird Paracelsus verwundbar. Und andersrum, wenn wir den Giftschlag einsetzen, wird unser Dismas verwundbar. Das heißt, die muss man so ein bisschen aufpassen, weil wir können uns gegenseitig schädigen. Ist immer, ne, ihr könnt einige richtig gute Sachen erkriegen oder halt eben nicht. Wir werden sehen, wie es jetzt ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Wir sind jetzt wieder an dem, wir müssten wieder zum Gehirn rennen jetzt, ne? Ich glaube, es müsste wieder das Gehirn uns jetzt entgegnen. Müssen wir gerade nochmal gucken. Wie sind hier die persönlichen Beziehungen zwischen Dismas und ihm? Hass. Ja, wir müssen da noch dran arbeiten. Dismas ist Paracelsus abgrundtief verhasst. Das müssen wir noch umschrauben irgendwie. Habt ihr gesehen, das hat jetzt schon so ein bisschen gebackfeiert. Das wollen wir nicht. Wollen wir nicht, dass das weiter backfeiert. So, fahren natürlich alles durch. Egal, was kommt. Ich glaube, wir hätten sogar, jetzt wo ich das so sehe, wenn ich gewusst hätte, was wir hier für ein Gegner, was wir hier bekommen, müsste ich, glaube ich, gar nicht den Wagen groß reparieren und hätte das nochmal nutzen können für andere Items. Fällt mir gerade auf. Aber ja, so ist es halt. Wenn man es besser kennt, weiß man es. Wir sind wieder in der Schneise des Vergessens. Was machen wir? Baristan stellt euch im Angriff und Baristan kriegt 2 Verteidigungen. Hier würden wir, wir würden die Beziehung, wenn wir Paracelsus wählen, würden wir die Beziehung zu Dismas verbessern. Vielleicht nicht so schlecht, oder? Und der Gegner wird geschwächt. Das machen wir mal. Verderbnis hat sich jetzt lange genug ausgebreitet, sagt er. Probieren wir es. Ja, wir haben ein bisschen zu Dismas die Beziehung verbessert. Sehr schön. Ich finde es übrigens eine richtig coole Idee mit diesen Beziehungen untereinander. Ach, die haben jetzt Widerstände. Die Widerstände gehen hier runter. Probieren wir mal. Point Blank Shot. Damit senken wir jetzt ja hier von Baristan den Stress. Werfen den Giftpfeil nach ganz hinten. Warum werden jetzt... Achso. Ganz hinten wieder. Damit der hier uns nicht auf den Sack geht. Okay, wir haben wieder eine Stärkung. Was haben die gekriegt? Die haben die Chance, auf, dass sie sozusagen sich tarnen können. Ja, und jetzt die erste Fähigkeit würde Paracelsus buffen. Wir machen mal den. So, Combo. Wir heilen uns. Paracelsus kriegt einen Buff. Oh, der sieht schon gut belegt hier aus. Spaltener Stahl hier, oder was stand da? Ich glaube, irgendwas mit Stahl. So. Wir wollen jetzt möglichst wieder nach vorne eigentlich.
Komm, wir gehen trotzdem rein, egal ob Paracelsus dadurch gedebufft wird oder nicht. Wir müssen wieder in die erste Runde, in die erste Position hier. Oh, wir haben Hass abgewehrt. Schön. Das war schön. War gut. Benommen, ganz hinten. Der kriegt wieder seine extra Dosis Gift. Wunderbar. Macht Damage. Würde hier versuchen, jawohl, den in Richtung Death Door zu schieben. Sehr gut. Vielleicht kriegen wir den ja auch schon getötet. Probieren's mal. Oder, wir sollten wahrscheinlich verteidigen. Das wäre jetzt ziemlich greedy. Wir verteidigen, glaube ich, lieber. Verteidigen Dismas, weil er ziemlich wenig Leben hat. Ja, das war gut. War, glaube ich, eine gute Entscheidung. Sonst hätten wir ziemlich viel Schaden und Stress bekommen. Ja. So, er stirbt. Sehr gut. Der hier vorne vielleicht auch gleich. Wir werden es gleich erkennen. Oh, sehr gut. Baristan verliert wieder ein bisschen Stress. Ist nicht so verkehrt. Ich würde mal hier Dismas heilen. Dass wir einfach weniger Druck haben auf dem. So, und jetzt wird er runtergedoddelt. Ja, der macht, glaube ich, auch Stress, ne? Ne, widerstanden. Okay, widerstanden. Wir machen Zuspruch. Hier vielleicht auf sie hier. Zack. Nehmen uns den selber runter. Sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, Hinterlist. Kritisch getroffen. Und der Gegner ist verwundbar. Jetzt wird spannend. Wir machen den Dolchwurf. Er hat nicht gekrittet. Schade. Wenn er gekrittet hätte, hätte es ordentlich gescheppert, glaube ich. Oh, dafür krittet der für 19. Und wir haben das Bleed drauf und damit, oh, das ist aber eine richtig solide Runde. Heieiei. Trotz der kleinen negativen Buffs, die wir haben. Wait, haben wir jetzt keine Belohnung bekommen? Krass. Okay. Aber es lief richtig solide. Ich hoffe, dass der nächste Kampf genauso ist. Wir konnten den Kampf eigentlich dafür nutzen, uns so ein bisschen zu heilen und vor allem stresslos zu werden. Ja. Angespannt, Audrey und erst gereizt. Aber es liegt, glaube ich, am Stresslevel. Okay, wir sind wieder soweit. Oha. Jetzt kommt wieder das Gehirn. Also wir müssen wieder alle drei hier irgendwie besiegen. Verweigerte Reichweite. Wir dürfen jetzt keine Fernkampffähigkeiten einsetzen. Okay, Point-Blank-Shot ist eine? Ja, anscheinend. Okay. Machen wir mal. Erstmal würde ich sagen, wir nutzen nochmal die Hoffnung. Hoffnungsschimmer, einfach uns noch ein bisschen mehr Widerstand zu geben. Und jetzt können die hier bluten. Wir müssen mal so ein bisschen auf die Resistenzen achten. Die haben immer unterschiedliche Resistenzen. Adalas trifft die ersten beiden, die haben aber hohe Resistenzwerte. Versuchen wir hier mal mit Hinterlist zu arbeiten. Okay. Oh, sie darf gar nichts machen aktuell. Dann machen wir Absinth und versuchen uns einfach ein bisschen ausweichen und Co. zu geben. Okay. Ja, einfach Damage drauf. Zack, 11. Und, oh, trotzdem wir ausweichen um 50% haben, trifft das. Okay. Lähmende Zweifel. Und wir versuchen 60% Blutresistenz. Wir machen mal die Vorsorge. Vorsorge und selber Waffen. Weil die können auch ziemliche Debuffs verteilen wieder. Lähmende Furcht. Das ist nicht so gut. Verfehlt. Sehr schön. Solange die verfehlen, bin ich immer zufrieden. Verweigerte Vernunft. Kann keine Fähigkeiten mit Stressheilung einsetzen. Das macht aktuell nichts. Okay. Aber wir können jetzt in der ersten Position gleich, sollten die sich nicht irgendwie vertauschen, können wir denen hier gleich richtig Schaden drücken. Blendgas für ganz hinten einmal, chillt aber da hinten ein bisschen. Sehr gut. Ah, der hat ziemlich viel Stress gerade, der Baristan. Der verfehlt. Okay. Und der war gelähmt. Kriegen wir auch nochmal eine Runde, das wäre nett. Das wäre nett. Kannst keine Nahkampffähigkeiten einsetzen. Aber das hier, 26. Let's go. Schöner Schaden.
schöner Schaden. Ja, Gift drauf, ne? Erster weg. Sehr schön. Erster weg. Versuchen wir hier Baristan zu heilen. Der muss ja ein bisschen noch tanken fürs Team. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das sieht sehr ordentlich aus. Aber wir müssen halt, ne? Der kriegt halt jetzt sehr viel Stress ab. Zuspruch. Muss ich selber zusprechen. Okay, Stressheilung geht runter. Lähmende Zweifel geht wieder hoch. Ein hoch und runter hier. Schon wieder Zweifel. Widerstanden hier bei Baristan. Sehr gut. Verweigerte Vernunft. Wir dürfen jetzt wieder keinen Stress heilen. Das macht aber nichts. Wir gehen mal hier vorne. Oder schießen wir auf den? Machen wir hier vorne. Hinterlist. So, eben wieder verwundbar. Und dann, dort sind ziemlich... Wir hätten vielleicht auf den zweiten schießen sollen, okay. Probieren wir trotzdem hier einen Dot zu setzen, hier hinten. Dots über mehrere Züge wären jetzt... Jetzt habe ich nicht gesehen, was sind das? 4x3, 12 Damage über mehrere Züge. Ist auch nicht so schlecht. Oh Gott, 18 Schaden war viel. Das war richtig viel. Eieiei. Blendgas. Können wir hier nochmal Blutung verteilen? Könnten hier kritten vielleicht. 19er Crit plus Blutung. Sehr gut. Also was ich hier schon mitbekomme, die Gegner scheinen ziemlich schneller zu sein als wir. Was dazu führt, dass wir einfach irgendwie nie Runden bekommen und dadurch immer mehr Schaden bekommen als normalerweise. Okay. Machen den Adalas hier hinten. Versuchen hier nochmal ein bisschen Blutung aufzuteilen, jawohl. Können wir hier nochmal? Da. Wir versuchen nochmal einen Stress runterzunehmen. Absinth einwerfen. Okay. Alles, was wir hier machen können an Eigenschaften, soll drauf. Okay, das ist wenigstens für eine Runde. Wenigstens für eine Runde. Baristan, er hält durch hier, aber jetzt ist der erste... er ist standfest. Sehr gut. Das... 38er hier, das ist stark. Was ich so ein bisschen an diesem Bossfight komisch finde, ist, dass das alles so ein bisschen rausgezoomt ist, oder? Warum? Also, keine Ahnung. In jedem Fall ist es so. Ich würde mich... Heilen wir uns, oder... Komm, wir heilen uns. Wir wollen hier nicht sterben. Es wäre krass, wenn wir die alle durchbekommen. Das wäre ziemlich geil. Okay. Wir machen hier wir machen verteidigen. Wir verteidigen. Oh, das können wir noch machen. Entfernt das hier. Oder wir hitten. Wir entfernen das Ding da für sie. Machen den. Ne, wir verteidigen lieber. Der hat jetzt wieder richtig viel Leben. Wir verteidigen die, die low HP sind. Ich glaube, die Buffs, die sind ziemlich gut an sich. Anscheinend sind die immer zuerst dran, oder? Habe ich den Eindruck. Immer. Okay. Na gut. Sollen sich weiter stören? Versuchen hier wieder einfach noch zu dotten. Hat nicht funktioniert, leider nicht. Ich würde jetzt trotzdem mal in die Frontline gehen. 18er Crit, stark. Das ist richtig gut. Wir machen nochmal die Vorsorge, glaube ich. Da können wir den direkt hier töten. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Oder wir gehen hier hinten drauf. Aber der hat doch jetzt, wie viel hat der? Der hat noch 3 Leben und einen 4er Dot. Dann gehen wir hinten, dann gehen wir auf den zweiten. Der hat jetzt noch eine Blutung. Der ist Dedo und der müsste auch tot sein, gleich dahinter, davor. Lebende Furcht wurde abgewehrt. Jawohl. Oh, das sieht richtig gut aus. Also dafür, dass es unser zweiter Boss-Run war, nicht schlecht. Also wie gesagt, ich habe jetzt parallel, hatte ich schon mal nochmal einen neuen Spielstand gestartet, um so ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und ich glaube, das hat uns sehr gut getan, so vom Game, also mir sehr gut getan, einfach so ein bisschen reinzukommen. Weil das ist jetzt, ich will jetzt nicht sagen, wie so ein Walk in the Park, sagt man ja so schön, ne? Aber fühlt sich schon ziemlich gut an gerade. Okay, wir können nichts machen, dann trinken wir Absinth. Und versuchen nochmal den Dodge zu erhöhen. Okay. Mit dem Bollwerk würden wir... wobei wir müssen uns erstmal selber das hier entfernen. So. Und jetzt das Bollwerk machen. Zack.
Okay. Okay, verteidigt. Verweigerte Reichweite. Also dürfen keine Fernkampffähigkeiten machen. So. Okay, ja, das, es gibt Stress, ne? Dann bewegen wir uns einmal. Einmal bewegen. Einmal den machen, Hinterlist. Widerstanden, leider. Oh, die sieht jetzt nicht so gut aus. Da schmeißen wir noch einmal Heilung rum. Was hat denn der? 30% Resist? Okay. Okay, okay, okay. Ich würde sagen, wir verteidigen hier mal den Zuspruch. So. An interminable conflict. Bin ja froh, dass hier nichts nachwachsen kann an Gegnern. Rein. 7. Oh Gott. Was hat er jetzt gemacht? Hat er unseren eigenen Mann gedamaged? Das habe ich auch noch nicht gesehen. Okay, warum Vorsorge? Das ist halt, ne, diese negativen Sachen. Oh Gott, wir haben es geschafft. Ach stimmt, wir haben noch die Pickaxe. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Mit allen 4 Leuten durch. Richtig gut. Fesseln zerstört. Wir haben das Gehirn befreit, Leute. Ist wahrscheinlich so eine innere Aufklärungsfahrt, oder? Ich glaube. Das war eine richtig gute Runde. Mal gucken, was wir an Kerzen hier kriegen. Das ist, oh, wie viele Kerzen wir einfach kriegen. Jesus, 72. Die können wir gut investieren. Gefallene Helden geehrt, Kopfgeld. Der Kopfgeldjäger erhält sein Kopfgeld. Aber die verdienten Kerzen werden nie negativ. Okay, was auch immer das heißt. Bonus für erstmaligen 17. Stark. Stark, stark, stark. Ja, einmal durch mit dem Run. Und jetzt fängt das Ganze wieder von vorne an, aber wir können jetzt eine zweite Runde auswählen. Also in ein zweites Gebiet. Scribbled hastily in the decaying margins of some long forgotten tome. Scribbled in blood. Whether by providence or happenstance, we stumbled upon the mark of some strange power invoked the world over. Reflected in cultures predating mankind itself. A semicircle radiating 5 points of power. A symbol hidden deep in the iconography of every ancient empire. The Iron Crown, enigmatic. And ubiquitous. Oha. Also wir hören schon von irgendwelchen anderen Kreaturen, die wir gleich treffen werden. Jetzt gehen wir aber erstmal zum Altar der Hoffnung. Weil hier können wir jetzt einiges an Upgrades machen. Vielleicht kriegen wir Dismas schon voll. Weil wir haben jetzt 72 von diesen Kerzen. Und jetzt heißt das, jeder Run ist halt wieder spielbar sozusagen. Wir könnten jetzt auch nochmal in dieselben Dungeon rein, wo wir gerade waren, dass am Ende wieder das Gehirn uns als Gegner steht. Oder wir gehen in einen neuen Run rein. Das ist so ein bisschen immer so, was man machen möchte. So, wir gucken mal, was hier so möglich ist. Wir haben ja bisher immer hier alles reingesteckt. Würde ich nicht machen. Würde sagen, genau, das ist jetzt nämlich neu. Wir haben jetzt Erinnerungen. Immer wenn wir Helden, wenn wir Klassen bis zum Boss durchbekommen, sehen wir, für jeden einzelnen Boss gibt es Erinnerungen, die wir freischalten können. Und dann kann man immer wählen hier, von wegen, an welche wir uns erinnern wollen und können dann verschiedene Perks noch mitnehmen. Ich glaube, wir wollen hier bei Baristan am besten noch ein bisschen mehr Speed. Ich glaube, der war mal super langsam. Und jetzt können wir hier, je nachdem, welchen Boss ihr so schafft, müsst ihr dann quasi, wir haben ja noch mehrere Charaktere, also es ist noch beliebig oft. Das heißt, wir müssen diesen ersten Boss mehrfach machen, auch noch mit anderen Truppen, um hier noch mehr Erinnerungen freizuschalten. Ich weiß gar nicht, ob wir hier alle freischalten können. In jedem Fall kostet jede Erinnerung hier 4 Kerzen. Wir gucken erstmal weiter. Was haben wir noch? Stadt der Lebenden. Wir haben hier 42 reinmachen, dann ist der Wegelager komplett ausgeskillt. Schaltet den Heldenpfad Scharfschütze frei. Den brauchen wir nicht unbedingt. Ich fand den Schurken oder was wir da hatten mit dem Point-Blank-Shot persönlich am besten. Vielleicht gehen wir auch in den neuen Pfad rein. Schaltet Heldenpfad gelbe Hand frei. Wir gucken nochmal, was gibt uns der Scharfschütze? Fähigkeiten
Für einen Fernkampf machen 25% mehr Schaden, Nahkampf dafür weniger, aber du kriegst mehr Speed, 3 mehr Speed. Und die Fähigkeit Streuschuss gibt dir einen Angriffsbuff. Also die ist generell mehr Schaden. Okay. Wir kriegen hier Widerstand gegen den Tod, gegen Blutung. Wir können eine Münze finden. Verfluchte Münze. 5% mehr Schaden pro Stärkungstoken. Also pro Buff, den wir haben. Warum auch immer die Stärkungstoken heißen und nicht einfach Buff. Aber gut. Gelbe Hand. Hier kriegen wir 15% mehr HP. Weniger Schaden für Fernkampf, weniger Schaden für Nahkampf und Widerstand gegen Blutungen. Und dafür ist die Fähigkeit Straßenräuber entzieht Stärkungen und die Fähigkeit Hinterlist entfernt sogar gleichzeitig noch. Also er ist dann mehr so ein quasi sogenanntes, im Summoners-Bereich heißt es Stripper oder Buff-Entferner. Buff-Entferner und Debuffer wahrscheinlich gleichzeitig. Das ist so ein Debuff-Bild, gelbe Hand. Also der macht dann wahrscheinlich eher den Raum frei für andere Damage-Dealer. Aber momentan ist er unser Damage-Dealer, deswegen würde ich das eher nicht so sehen. Morbider Scherz, was ist das? Ein Gasthof-Gegenstand. Manchmal, wenn du im Gasthof ankommst, findest du einen morbiden Scherz. Ach, das kann hier wieder zu 80% die Laune verbessern oder zu 20% verringern. Okay. Okay, so. Oder wir gehen jetzt hier durch den Waffenknecht. Da habe ich noch nicht geguckt, was der. Wir könnten hier vielleicht einen Waffenknecht-Pfad-Leutnant freischalten. Minus 20% Schaden. Widerstand gegen Bewegungsveränderungen. Die Fähigkeit Zuspruch entfernt auch gleichzeitig sozusagen. Das ist gut, das ist gut. Die entfernt gleichzeitig den Angriffsdebuff und die Verwundbarkeit. Jeder Verbündete zum Zugbeginn hat eine, oh mein Gott, 50% Widerstand gegen die ganzen Debuffs hier mit Blutung, Gift und Brand. Das ist ja mal richtig geil. Also ich glaube, also der Leutnant-Pfad, den sollten wir vielleicht freischalten. Der ist ja übel gut. Okay, was haben wir hier noch? Grabräuberin. Die hat noch einen weiteren Pfad. Ne? Für alle zur Erinnerung, kann man das sehen? Nee, kann man gerade nicht. Also die haben ja verschiedene Pfade. Wir hatten ja vorhin mit Dismas, oder was heißt vorhin, in der vorletzten Folge hatten wir mit Dismas den Schurkenpfad genutzt. Hier, den hier. Ne? Mit mehr Schaden auf der ersten. Und das ist nicht schlecht. Dann kann die noch mal ein bisschen mehr Boost. Was haben wir hier? Todesschützin. Wäre noch ein weiterer Pfad auf ihr. Verbessert den Schaden und die Kritrate von Fernkampffähigkeiten auf Kosten der Nahkampffähigkeiten. Und minus 33 Widerstand gegen Bewegungs-Debuffs sozusagen. Betroffene Fähigkeiten sind quasi alle, die Widerstände, die Fernkampf sind, ne? Dolchwurf, pitzende Pfeile, genau. Okay. Sie kriegt hier Eile dazu. Was haben wir noch? Noch ein Pfad. Gifttropfen. Achso, dann können wir sie jetzt Gift spielen. Okay. Welchen anderen Pfad gibt es hier noch? Sie hat mehr Schaden, wenn sie getarnt ist als Nachtzelotin und weniger Leben. Okay. Also würden wir sehr um die Tarnung herumspielen bei ihr. Also die Grabräuberin würde ich jetzt noch nicht machen. Ich glaube, also momentan sieht der Waffenknecht echt gut aus, muss ich sagen. Pestdoktorin, was haben wir hier? Was können wir hier für einen Pfad machen? Wundärztin, mehr HP, Nahkampffähigkeiten, 50% mehr Schaden, Heilung plus 33, aber minus 33, also die Dots treffen weniger. Ist aber auch nicht so schlecht. Also ich tendiere, wie viel kostet das hier? Wundärzten sind 6 Fackeln und Leutnant auch 6. Machen wir. Dann haben wir die erstmal die Pfade freigeschaltet. So, jetzt könnten wir überlegen, entweder wir versuchen mal eine ganz neue Klasse. Die Grabräuberin hat mich jetzt noch nicht so überzeugt. Oder wir machen einfach ihren Pfad weiter. Was haben wir hier noch? Wir haben die Barbarin, die könnten wir freischalten für 8 solcher Fackeln. Position vorn, hoher Schaden. Am besten werden wir die gleichen mit zum Pfad freischalten wahrscheinlich, oder? Das sind 14. Verwüsterin. 20% mehr Schaden. Also so eine Position 1 Fähigkeit. Da haben wir Dismas aktuell, das wollen wir nicht. Was haben wir hier? Das kann die Ausreißerin, das weiß ich zum Beispiel gar nicht. Widerstandsdurchdringung, Fähigkeiten verbrennen mit 10 Crit. Okay.
Also wenn, dann würde ich vielleicht, was haben wir denn noch? Also wenn ich hier was rausnehme, ist es wahrscheinlich möglicherweise die Grabräuberin. Oder wir versuchen hier die Todesschütze. Ach komm, mach mal die Todesschützin The true splendor of a world. Those who live within it. Die mach mal die Todesschützin draus. Wobei, bringt uns das jetzt noch was? Eigentlich schon. Wir müssen ja auch ins nächste. Wir können ja auch, wir gehen ja sowieso in die nächste Welt. Da können wir die alle nochmal nutzen. Wir können ja gerne, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben an der Stelle vielleicht, wenn ihr andere Klassen noch sehen wollt. Wir haben hier die Barbarin, Ausreißerin, Narr, Aussätzige, Okkultist, Vestalin, also die, so eine Priesterin, die heilen kann, Flagellant und den Kopfgeldjäger. Welche ihr davon mal sehen wollt, dann können wir die ja gerne mal in den nächsten Folgen mit freischalten und schauen, wie die so funktionieren. Da ist ja einiges möglich. Was haben wir noch? The more they have to hold on to, the harder they will fight. Würde jetzt gucken, dass wir hier Dismas noch ein bisschen Liebe geben, glaube ich. Was haben wir hier oben noch? Es kostet 20% weniger Kerzen, Erinnerungen aufzufrischen, aber wir müssen dafür 20 investieren. Was haben wir noch? Study Was the haben wir winding noch? roads and routes of our kingdom. Find any advantage. Reanimiertes Kaninchen kann gefunden werden. Okay. Aha. Die höllische Flamme. Plus 10% Chance auf negative Beziehungen. Das, wer will denn sowas haben? Ignus. Oder was war hier die Plus-Kerze der Hoffnung? Plus 10%. Oh, das ist ja richtig schlecht, oder? Warum will man diese, warum will man das freischalten? Das würde ich nicht freischalten wollen, to be honest. Okay. Dann würde ich. Ah, wir haben so viele Sachen. Ich bin gerade total. Ich glaube, wir Memory gehen. is the heart that warms the Ich mind. glaube, das sind immer dieselben Sachen hier, ne? Die können immer das Gleiche. Entweder mehr Speed. Ja, entweder mehr Speed oder mehr Widerstand gegen Schwächungen oder gegen, dass man halt bewegt werden kann vom Gegner. Oder wir machen das Ganze generell günstiger. Ich würde fast schon sagen, das können wir ja alles eigentlich so lassen, wie es ist, oder? Wie schnell ist der? Der hat 2 Speed. Na gut, Baristan würde ich schon nochmal Tempo geben wollen, aber für 4 Kerzen? Macht es hier erst Sinn, den ganzen Pfad durchzuskillen und dann zu bauen, weil man dann deutlich weniger hat? Womöglich. Womöglich. Ist jetzt sehr interessant. Wir können hier 20% weniger, nochmal 20 sind 40% weniger. Ist aber, das sind ein, zwei Kerzen oder so, ne? Bei der Erleuchtung von Helden stehen zusätzliche Erinnerungen zur Auswahl. Und noch mehr Erinnerungen. Komm, wir gucken, was noch so geht. Sun-dappled roads winding through ancient forests, Oh, guck mal unearthly hier. conversations in the coach. Ah, okay. Also wir sollten vielleicht erstmal hier oben alles freischalten. Wir können ja auch Crit geben. Und wer weiß, was noch kommt. Okay. Okay. Ja, dann machen wir das. Komm, dann gehen wir hier. Erleuchtung von Helden stehen zusätzliche Erinnerungen. Machen wir bis hier. When the coach slowed at last, I demurred at how the voyage is often more transformational than the arrival. Zu Kampfbeginn verlieren wir hier sogar Stress mit einer 40%igen Chance. Auch nicht schlecht. Dann machen wir das hier oben erstmal. Noch 5 Kerzen, 20% weniger. Reflect So. now on simpler times, Machen wir die Erinnerung precious erstmal hoch. moments and finer things. Glaube ich. Weiß nicht, ob das schlau war, werden wir sehen. Ne? Wir probieren einfach. Wir probieren. Die Grabräuberin würde hier nochmal Speed bekommen. Können wir für ihn noch ein bisschen Speed bekommen? Das geht es hier irgendwie. Wir haben noch ein paar Kerzen übrig. Wir haben noch ein paar Kerzen übrig. Oder lohnt es sich hier vielleicht noch? Ein Scharfschützenpfad und Widerstand. Wir könnten nochmal den nächsten Pfad hier freischalten. The true splendor of a So. world. Those who live within it. Und was hat sie? Sie hat ja auch noch einen Pfad, ne? Kostet der? 8 Stück, da kommen wir nicht bis dahin. Geben wir ihr nochmal Eile. A Auch nicht little so more schlecht. light, a little more strength. Widerstand gegen Betäuben.
So, und hier nochmal Widerstand gegen Krankheiten. Dann haben wir es optimal ausgenutzt, alles auf Null wieder. Und wir haben, glaube ich, ganz gut geboostet jetzt. Ich glaube, man kann sogar, ich hatte in dem anderen Safe-Game, hatte ich sogar versucht, das komplett einmal den gesamten Skill-Tree, also hätte man auch machen können. Aber ich wollte es ein bisschen breiter machen, dass wir einfach von jedem ein bisschen was haben. Und ich glaube, es ist schon wieder soweit. Wir brechen in der nächsten Folge dann nochmal ins neue Gebiet auf, sozusagen. Aber das dann in der nächsten Folge. Und ich sage jetzt erstmal danke fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge.